Guten Tag, ich zeige Ihnen heute die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten Ihres Preismenüs. Wechseln Sie dazu über Verwalten auf Ihre Preise. Dort wählen Sie eine der vorhandenen Marken, in diesem Falle zum Beispiel Honda. Produktgruppe belassen Sie auf alle und gehen auf Produkte anzeigen. Sie erhalten eine Anzeige aller aktivierten Produkte. Das können unter Umständen noch mehrere Seiten sein, wie in diesem Falle bei Honda 3 Seiten. Auf jeder Seite befindet sich oben eine zentrale Kopfleiste. Auf dieser können Sie für diese eine Seite zentrale Einstellungen vornehmen, zum Beispiel für Honda einen zentralen UVP. Sie klicken dazu diesen Punkt an und klicken auf Los. In diesem Beispiel gibt es zwar schon Einstellungen, die wir diesmal überschreiben wollen. Wir klicken auf OK. Rollen die Seite nach unten und gehen auf Speichern. Nun hat das System auf dieser einen Seite für all die Produkte auf dieser Seite den zentralen UVP übernommen. Wollen Sie das für die Produkte auf der zweiten Seite ebenso, wechseln Sie bitte auf die zweite Seite und klicken Sie dann auf der zweiten Seite auch hier in die zentrale Kopfleiste auf zentraler UVP und auf Los. Rollen Sie dann die Seite nach unten und klicken Sie wieder auf Speichern. Wollen Sie jetzt innerhalb der zentralen Einstellung einzelne Produkte anders bepreisen, so können Sie dies tun. Wir nehmen jetzt hier in diesem Beispiel die ersten drei Produkte. Wir wollen, dass in diesem Fall der Honda EC 2000 preiswerter wird, genauso wie der Honda EC 3600. Und beim Honda EC 5000 wollen wir noch eine andere Einstellung testen. Wir klicken dazu in den Honda EC 2000 erst einmal hier in dieses weiße Feld, klicken in eigener Preis, setzen ein Häkchen und reduzieren den Preis hier auf 700 Euro. Beim zweiten klicken wir auch hinein, prozentuale Differenz, setzen das Häkchen und setzen hier hinein, minus 5. Sie sehen, der Preis wird rabattiert hier angezeigt. Beim dritten wählen wir ebenso prozentuale Differenz, gehen auf minus 5, rollen jetzt die Seite nach unten und speichern das Ganze ab. Je nach Einstellung sieht Ihr Kunde nun Folgendes. Bei den ersten beiden Produkten mit Häkchen sieht der Kunde den Preisunterschied, also hier 749 Euro und Ihr besserer Preis 700 Euro. Beim zweiten 1229 Euro, Ihren besseren Preis 1167,55 Euro. Beim dritten Produkt sieht er nur den UVP 1739 und je nach Einstellung einen Text wie Preis auf Anfrage oder nur auf Online-Bestellung oder unser Hauspreis. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt an. Wechseln Sie nun in das Menü Homepage Layout. Das können Sie entweder hier über die linke Seite tun oder auch hier oben über Mein Unternehmen und Layout. In Homepage Layout finden Sie beim Honda Layout entweder unter 4, bei den anderen Layouts unter 7 die Zusatzeinstellung. Dort klicken Sie bitte hinein. In den Zusatzeinstellungen finden Sie den Text, der den Kunden angezeigt wird, wenn kein Häkchen gesetzt ist, also hier. Welcher Text soll Interessenten angezeigt werden, wenn sie keinen eigenen Preis, also kein Häkchen, hinterlegt haben? In diesem Falle steht hier keine Online-Bestellung, also würde der Kunde den Text sehen, keine Online-Bestellung. Sie können hier auch eingeben auf Anfrage, müssen dann aber auch das Ganze nochmal abspeichern, hier unter Vorschau 8. Hier können Sie dann Ihre Auswahl bestätigen bzw. speichern. Der Kunde sieht also bei Preisen ohne Häkchen den Text, der hier in diesem Feld steht. Und wenn hier die UVP mit immer angeklickt ist, sieht er bei Preisen mit Häkchen den Preisunterschied. Wir sind noch einmal zurückgekehrt ins Preismenü und sehen nochmal die beiden Produkte mit Häkchen. Hier wird der Preisunterschied angezeigt aufgrund der Einstellung in Zusatzeinstellungen. Hier beim dritten und bei allen anderen Produkten ohne Häkchen wird der Text angezeigt, den Sie in diesem Textfeld bei Homepage Zusatzeinstellungen festgelegt haben.